Hallo, ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Tag, den 10., um ganz genau zu sein. Ja, hier ist unser Kalender. Ich suche mal, Moment, 16, 18, 29, da ist 31. Da, 10, ich habe sie gefunden und es ist definitiv ein größerer Gummi. Können wir doch eigentlich mal so 28, 27, 26. So, ich glaube, dann haben wir jetzt ungefähr wieder die Reihenfolge. Wahrscheinlich habe ich die noch anders so durcheinander gebracht. So, also, es knistert ja zum Glück nur so bedingt. Jetzt klappe ich das ordentlich wieder zu, damit es ordentlich halt ist, ne? Und da bin ich. So, also. Achso, nicht wundern, dieses wunderschöne Glitzer-Tattoo. Ja, ich weiß, Glitzer wird es demnächst nicht mehr geben und so und schon gar nicht in dieser Form. Das habe ich von unserer Schulfeier, die jetzt am Wochenende noch war. Und meine Kinder wollten unbedingt, dass ich auch so eins bekomme. Und ich finde unseren neuen Stempel, also gut, kolorieren ist nicht viel, aber ich finde, er sieht ja wohl mal mega aus. Oder? Ich gucke tatsächlich auch gerne Horrorfilme. Ja, also ich finde es ja schön, wenn ich mich bis zu einem bestimmten Maße gruseln darf. Wobei das natürlich, wie gesagt, in so einem Maße sein muss. Aber ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ist es nur, weil ich halt sage, das ist halt nicht echt. Ja, aber so ein bisschen gruseln finde ich ganz nett. Ja, und das ist eindeutig hier Scream. Also der Film, den kennt ihr bestimmt auch. Oder zumindest schon mal von gehört. So, also da ist wie gesagt nichts mit Kolorieren. Aber ich finde ihn natürlich, also es ist gruselig. Es ist ja aus einem Horrorfilm. Und somit natürlich ganz doll praktisch passend. So, tada. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier hinten nichts schön abgestempelt. Naja, ist egal. Um zu sehen, wie er ausschaut, reicht es allemal. Rein theoretisch könnten wir jetzt natürlich hier auch, wie bei dem Geist, das Ganze hier noch so ein bisschen mit Schatten versetzen. Und ach, wisst ihr was, ich mache das einfach. Denn auch die kann man natürlich noch ein bisschen aufpimpen. Ne? Und warum sollten wir das nicht tun, wenn wir es doch können? Das heißt, ich nehme hier wieder mein heißgeliebtes Ivory. Das ich, wie gesagt, total gerne für solche Sachen, Zwecke raushole und nutze. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen in diese Maske. Es ist ja tatsächlich nur eine Maske. Der sieht ja nicht so aus, im Film zumindest nicht. Ne? Das ist ja jemand ganz anderes, aber ich sage euch natürlich nicht, wer es war, falls euch den Film doch nochmal angucken wollt. Oder besser gesagt, einen der Filme, sind ja gleich mehrere Teile natürlich geworden, weil man ja grundsätzlich alles immer 50 Mal braucht. Weil einmal reicht ja nicht, ne? Ihr wisst, wie es ist. So, also hier wieder mein schöner Wassertankpinsel. Damit verteile ich das Ganze jetzt so ein bisschen, damit da halt noch ein wenig Farbe halt hier in diesem Weiß jetzt drin ist. Und jetzt gehen wir nochmal, jetzt kommt mein Paintgrau wieder raus. Ich liebe es. Ich erwähne es ja immer und immer wieder gerne. Da gehe ich jetzt hier einfach mal am Rand, weil es ist ja eine Kapuze, die er auf hat. Und darunter ist diese zerlaufende Maske. Und das heißt, natürlich würde diese Kapuze einen Schatten werfen. Ach, ich liebe es, mit Schatten zu arbeiten. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt natürlich einen Schatten haben, also einen geworfen bekommen, müssen wir den natürlich auch hier irgendwie einzeichnen. Und das heißt, schaut mal, sieht gleich schon wieder ganz anders aus, ne? So, und da haben wir ja jetzt hier diesen kleinen Fauxpas, nenne ich ihn mal. Den korrigieren wir jetzt auch gleich mal. Ich gehe jetzt einfach hier mit stinknormalem Schwarz ran. Also stinknormale Albrecht-Dürer-Schwarz, weil ist ja wasservermalbar. Entschuldigt. So, und dann können wir das aber hier so ein bisschen ausgleichen, dass ich da so ein bisschen
nicht so schön gestempelt habe. Sinnvollerweise verteilt man es jetzt eigentlich über den gesamten Stempel, damit natürlich jetzt alles wieder so gleichmäßig ist. Aber ich denke, das geht auch so, oder? Naja, kommt hier los. Also wenn, dann richtig, ne? Das heißt, ich habe hier diesen Rand und da auch. Und hiermit kann man natürlich auch super ganz schnelle Geschenkchen zum Beispiel halt machen. Und gerade jetzt für Halloween, so für diese Mitbringsel, also nicht Mitbringsel, sondern Weggebteilchen, falls jemand dann doch mal bei einem klingeln sollte, dann ist das natürlich super cool, wenn man sowas hat. Denn dann kann man das auch relativ schnell machen. Dann empfehle ich natürlich, dass man gleich ordentlich gestempelt hat. Aber um es halt nochmal zu reparieren, damit es trotzdem noch ein bisschen schick aussieht, geht das ja so allemal. So, ihr seht schon, sieht gleich wieder besser aus. Jetzt gehe ich aber nochmal mit dem schönen Schwarz hier rein, denn auch da bin ich dann doch jetzt ein bisschen perfektionistisch angehaucht und gehe dort, wo die Kapuze ist, richtig tief nochmal in das Schwarz rein. Denn dieser Übergang ist natürlich sehr viel härter eigentlich zu sehen. Und das möchte ich hier auch haben. So. Und weil wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir das hier auch noch mal ein bisschen dunkler und gleichmäßiger. Dann sieht das auch noch mal schicker aus. Ne? Sind ja gerade so schön dabei. Ja, im Hintergrund wieder Gelärme. ja, ich hoffe, es stört euch trotzdem nicht. So, also einmal das hier fertig. Und jetzt gehe ich nochmal, da wo ich jetzt hier diese schwarze Kante gemacht habe, ganz langsam und vorsichtig ran, nur um das Schwarz nochmal ein bisschen zu aktivieren. Denn sobald ich es mit dem Wasser nochmal aktiviere, wird es nochmal intensiver. Aber ich verteile es nicht mehr. Das reicht ja schon. Und ich denke, ihr könnt sicherlich auch den Unterschied erkennen, dass einfach mehr Tiefe dem Ganzen nochmal dann gegeben ist. So, und da diese Augen ja im Prinzip auch nur so Löcher sind, machen wir das hier auch nochmal, dass wir das fester aufdrücken, sodass wir hier unten einen etwas dunkleren Teil haben, den wir auch nochmal aktivieren mit dem Wasser. Und ja, jetzt würde ich sagen, ist es perfekt. Sieht cool aus und rein theoretisch, nur damit es auch noch so ein bisschen Special-Effekt hat, könnten wir jetzt hier mit dem Indigo-Dunkel hier diese Falten noch so ein bisschen nachmalen, sodass es halt wie ein Faltenwurf auch dann aussieht. Weil, ja, ist wie gesagt ein Stoff hier eigentlich. Auch wenn er jetzt so tropfenförmig eigentlich darunter geht. Sieht bestimmt vielleicht auch cool aus, wenn man das mit so roten, in so einem Rotübergang dann halt machen würde. So, und ich gehe jetzt hier auch einfach nochmal und mal das so ein bisschen nach. Dann intensiviert sich das Ganze wieder und wir haben einen größeren Effekt. Und so können wir, wie gesagt, fast alles, was wir an Stempeln haben, auch einfach nochmal so ein bisschen aufpimpen. Und ich finde, es sieht einfach gleich noch mal ganz, ganz anders aus. Oder was sagt ihr? So, ich halte euch noch mal in die Nähe. so, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und bis morgen. Tschüss.